Hallo, ist nicht zu spät. Bitte um Verzeihung und ich verschone dich. Mit deinem Gefasel kannst du mich verschonen, Sven. Die Jutta. Hi, Jutta. Dich habe ich hier noch nicht gesehen. Wie heißt du? Geralt von Riva. Ich bin Jutta Andimun. Mich konnte noch kein Mann im Kampf bezwingen. So. Ich habe Hoskuls Schwert, wie du wolltest. Oha. Ich muss noch testen, ob es wirklich unzerstörbar ist. Nicht schlecht. Wie hast du das geschafft? War nicht schwer. Ich musste nur die Luft anhalten und die Arme und Beine gleichmäßig bewegen. Starke Worte. Mal sehen, ob du im Ring auch so stark bist. What the fuck? Bereit, wenn du es bist. Fangen wir an. Möge Freya den Sieger bestimmen. Freunde, passt mal auf. Ich habe spaßhalber, ne? Habe ich hier getaucht. In dieser kleinen Bucht hier zwischendrin. Da waren einige Schiffswracks und eine Kiste, in der ein Schwert war, ein Questgegenstand. Ich hatte keine Ahnung, was man damit tun muss und jetzt habe ich hier gerade die Quest dazu entdeckt. Interessant. Oh. Betrug, Verrat, Magie und Tränke, um eine Frau zu besiegen? Aber... Oh. Schäm dich. Oh. Hexer nicht? Verdammt. Wo war denn der Kontrollpunkt? Shit. Ich nehme mal den da. Der Fluch, der auf Uma lastete, erwies sich als knifflig. Doch Yennefer und die Hexer schafften es, ihm beizukommen. Der hässlichste Mann der Welt erwies sich nicht nur als Elf, sondern als elfischer Wissender. Avalach, so hieß er, war ein Elfenmagier, der Ciri bei der Flucht vor der wilden Jagd geholfen und sie dann auf der Nebelinsel versteckt hatte. So, jetzt aber. Perfekt. Autsch. Also nicht versehentlich auf Zeichen drücken. Wie schubst? Mal auf damit, Mädchen. Beinarbeit, Geralt. Aua, Beinarbeit. Der kam von hinten. Genug. Genug. Oh, Götter. Kein Wunder, dass du Schwierigkeiten hattest, würdige Gegner zu finden. Schließlich ist ja einer aufgetaucht. Wo hast du das alles gelernt? Du kennst den Ort sicher nicht. Du würdest staunen. Aber du musst es mir nicht sagen, wenn du nicht willst. Es ist eigentlich kein Geheimnis. Sagst du es mir dann später? Bei einem Miet an einem gemütlichen Ort? Oha! Gerne. Treffen wir uns in der Taverne? Zu laut. Komm zu meinem Haus in Harviken. Ich warte nach Sonnenuntergang. Bis dann also. Da war wieder dieses verspitzte Lächeln. Tja, Freunde. Ich klapper jetzt mal noch kurz hier die Gegend ab. Nee, Quatsch. Wir haben hier noch eine Quest. Passt mal auf. Die haben wir im Dorf vorhin bekommen. Genau, der Preis der Ehre. Varys, ja, und was war das gerade noch? Meister der Arena haben wir doch fertig. Nebenquest. Hä? Hier, Meister der Arena. Ach so, wir können irgendwann noch zurückkehren, um unseren Anteil an den Erlösen zu bekommen. Okay. Also, wir müssen jetzt hier an der Küste nach Vermissten suchen, Freunde. Das ist die letzte Quest, die wir haben. Danach geht's an der Hauptquest endlich weiter. Vorausgesetzt, es kommt nicht noch eine Wegrand-Quest, aber ich glaube es eher nicht. Plötzi! So, Blötzmaus. Da geht's lang. Die Strichellinie sagt nach links. Wow! Wieder so einer, Mensch. Wo kommen die denn alle her? Das ist auf eine verdammte Insel. Ganz ruhig. Mist, jetzt habe ich den goldenen Pirol genommen. Egal. Schwalbe ist richtig. Okay, goldener Pirol. Was macht denn
der? Ich glaube, der entfernt Gifte. Dann brauchten wir den auch für... Ihr wisst schon. Für die Spinne. Echt da lang? Die verarschen mich doch, oder? Natürlich verarschen die mich. Wieso soll ich denn da oben lang? So ein Quatsch. Ich geh jetzt einfach mal da lang. Auf einer Insel führen alle Wege ans Ziel. Ach nee, nicht schon wieder eine Quest. Sorry, Freunde, ich kann nichts dafür. Wenn du willst, musst du zahlen. Sonst kannst... Lasst ihn durch. Das kostet euch doch nichts. Möglich. Aber wir haben auch nichts davon. Außerdem, was geht's dich an? Bist du sein Kindermädchen oder was? Nein, ich bin jemand, der Waffen hat und weiß, wie man sie benutzt. Hört ihr, Jungs? Der droht uns. Mal sehen, ob seine Schwerter so scharf sind wie seine Zunge. Ganz ehrlich, die hätten den nächsten wieder aufgehalten, von daher. Selbst durch. Mach ihn fertig! Der Pilger ist wahrscheinlich längst über alle Berge. Weil er Schiss hatte oder so. Das sind noch mehr. Ach, Harpien! Danke, Wanderer. Ich werde am Ende meiner Wallfahrt für dich beten. Das ist nette Geste, danke. Wohin geht denn deine Wallfahrt? Zu den vier Gesichtern des Hemdal. Errichtet zu Ehren unseres großen Helden. Ich habe die Legenden von Hemdal gehört. Ein großer Krieger und erster Vater der Inseln. Oh ja. Und vor der Ankunft des Tedariat des letzten Zeitalters wird er zurückkehren, unter uns wandeln und den bösen Kräften, Dämonen und Geistern des Chaos entgegentreten. Yay! Der goldene Hahn Kambi wird Hemdal vor der Ankunft der Nagel verwarnen, die eine Armee der Finsternis bringt. Eine Schlacht wird entbrennen, Ragnarok, und Hemdal wird sich mit den Mächten der Dunkelheit messen. Hoffen wir, dass er es schafft. Es wird keinen Unterschied machen. Die Prophezeiung ist klar. Nach Ragnarok endet die Welt. Prophezeiungen können in dieser Hinsicht tückisch sein. Und es gibt kein Ende, das nicht auch ein Anfang ist. Oh, hoffen wir, dass du recht hast, Wanderer. Hoffen wir es. Oh, cool. Also das war jetzt der goldene Hahn und diese ganze Geschichte ist alles von den Nordmännern geliehen. Oder die glauben halt einfach an das Gleiche. Sie haben halt nur Ragnarok, haben sie von Ragnarök und Heimdall heißt Hemdal und ach, was weiß ich. Thor heißt wahrscheinlich Thorin, wie im WoW. So, genau. Richtig, der goldene Hahn wird krähen und die Nagelfahrt, das ist ja die Fähre aus den Nägeln der Toten, wird ankommen und das Ende bringen. Die Frostriesen in die Welt, Freunde. Ja, die... Komischerweise, das ist ganz seltsam. Die Götter bei den Wikingern, also bei den Nordmännern, die Götter hatten Angst vor Frostriesen. Also die Frostriesen sind auch sowas wie Götter, nur halt die böse Variante. Wobei man sagen muss, die Asen selber sind auch nicht gerade freundlich. Das ist einfach so. Dacker. Die Priesterinnen sind furchtbar sauer auf dich. Und auch was hat die denn getan? Was ist denn jetzt los? Die war doch eben noch freundlich. Oh. Freunde, was geht hier ab? Au. Du wirst es nie lernen. Auge um Auge. So? Auge um Auge, Nagel um Nagel. Trotzdem, neue Markierung. Das ist doch ein Dorf. Wieso greifen die uns alle an? Schau mal, alles Piraten. Und was ist zum Henker ein Dacker? Die heißen alle Dacker. Komm schon. Der Feuerkorb ist im Weg. So. Schneller! Alle zusammen! Ich glaube, der Pfeil ist gerade an unserer Rüstung abgeprallt. Oder an irgendwas anderem. Kannst du da rüber, Geralt? Nee, kannst du nicht. Uah, ich will hier raus. Hilfe! Raus! Also, Freunde, ich war hier eben schon mal. Scheiße! Denn ich wollte wissen, ob die wirklich angreifen oder ob ich irgendwas falsch gemacht habe.
Aber die greifen alle einfach so an. Also ich hab kein Schwert gezogen und gar nichts. Ich dachte erst, ich hab vielleicht versehentlich irgendjemand angegriffen, aber ich bin an dem, der am Eingang stand, ein bisschen gestriffen, aber das war's. Und deswegen greifen die normal nicht einfach an. So. Also, ist wohl ein Piratendorf. Die mögen wohl keine Hexer hier. Haben nicht damit gerechnet, dass wir uns wehren können. Die Stadt loot ich später. Beziehungsweise, ich wollte die Aufnahme eigentlich fortsetzen. Soll ich das dann rausschneiden? Ja, ich glaube, also ich loote jetzt hier mal die Stadt und dann schneide ich das einfach raus. So, weiter geht's in Richtung Quest.
Das Piratendorf lassen wir hinter uns. Ja, plötzlich. Straße folgen. Setze die Hexersinne ein. Okay. Krieg mal hin. Paar Trunkene. Keine Schiffe. Wir suchen ein Schiff, das vermutlich auf die Klippen. Oh je. Komm da runter, Pussy. Oh je. Ich glaube, die Hochzeit wird abgesagt, Freunde. Blau und aufgedunsen. Das hat den Sirenen aber nichts ausgemacht. Sie müssen an ihr rumgeknabbert haben, kurz nachdem sie ertrunken war. Keiras Lampe dürfte hier sehr nützlich sein. Okay. Keiras Lampe. Nee, da war sie grad. Okay. Gütige Freya, vergib deinen Söhnen. Wir sollten die Verlobte unseres Bruders zu ihrer Hochzeit begleiten, aber ein Sturm hat uns vernichtet. Alles ist verloren. Agda ist tot, ihre Mitgift versunken. Ein Schandfleck auf der Ehre des Clans. Vergib uns, gütige Freya. Hör auf, Mikkel. Freya kann uns nicht von der Schande reinwaschen. Nur Blut. Lass uns tun, was getan werden muss. Hier, unter dem Baum. Wir beten und beenden es. Was? Ja, du hast recht. Auf diese Art ist es besser. Alter, die sind so drauf. Spuren. Wohin die wohl führen? Die Skelliger, ja, zu ihren Leichen natürlich. Scheiße. Ach, kommt schon. Aber hey, ihre Mitgift ist versunken. Das ist bestimmt wichtig. Weil wir die Dinger noch hochtauchen müssen. Der perfekte Galgenbaum. Oh je. Die Ehre der Skelliger. Lieber sterben, als mit dem Wissen leben, den Bruder enttäuscht zu haben. Krank. Timon vom Clan Dimun. Ich bin hingerissen, dass meine Agda einen so mannhaften Krieger wie dich ehelichen wird. Stolz erfüllt mein Herz bei dem Gedanken, dass eure Hochzeit und eure Familien verbinden wird. Ich hoffe, du siehst mir meine Abwesenheit nach. Ich zähle so viele Jahre und noch mehr Verletzungen, da kann ich nicht mehr reisen. Ich danke dir, dass du deine Brüder geschickt hast, um Agda zu eskortieren. Meine eigenen Jungs trinken schon mit unseren Vorfahren. Wenn also Ulf und Mikkel nicht gewesen wären, hätte Agda auf der Reise zu ihrer Hochzeit keine würdigen Begleiter gehabt. Damit ihr beiden euren gemeinsamen Weg standesgemäß beschreiten könnt, werde ich Agdas Mitgift in meinem Namen und im Namen unseres Clans deinen Brüdern anvertrauen. Außerdem übersende ich euch meine aufrichtigsten Glückwünsche. Respektiert einander und lebt in Harmonie. Möge es euch stets wohlergehen. Der Jorgen. Scheiße. Oh. Die Skelliger, Freunde. Die Skelliger. Dann schauen wir mal. Die Mitgift versunken. Da hinten sehe ich ein Schiff. Aha, klingt richtig. Oder sieht richtig aus, besser gesagt. Okay, die ist aber gelb und nicht rot, die Kiste. Schauen wir mal, ob es die richtige ist.
Ah, sie blinkt. Ach so, dem geben wir jetzt natürlich die goldene Diamantenkette. Also das geben wir jetzt natürlich dem jungen Mann, der wissen möchte, wo seine Frau steckt. Oh Mann, so ein Mist. Jetzt müssen wir praktisch zurück zum Dorf, ne? Ja. Erst nach Trottheim und dann nach Harviken. Platzmaus! Hä? Wie bist denn du ins Wasser gekommen, Plötze? Warst wieder schwimmen? Brave Plötze. Immer schön fit halten und schwimmen. So. Straße ist richtig. Mir ist aufgefallen, auf der Straße braucht die Plötze keine Ausdauer. Das ist seltsam. Aber ziemlich cool. Beides. Seltsam und cool. So, Harviken. Oh Mann, Freunde. Wir müssen immer so scheiß Nachrichten überbringen. Ist doch zum Kotzen. Das ist doch zum Kotzen. Das ist aber ein fleißiger Schmied. Ich habe schlechte Nachrichten. Agda ist leider tot. Deine Brüder auch. Was? Wie? Was sagst du da? Ein Sturm hat ihr Boot zerstört. Agda kam ums Leben. Deine Brüder hatten das Gefühl, dich enttäuscht zu haben und konnten mit der Schande nicht leben. Sie wählten den Tod. Ich habe diesen Brief gefunden. Vielleicht hilft er dir, damit fertig zu werden. Ein Brief? Das ist alles, was von ihnen bleibt. Ich habe auch noch die Mitgift deiner Verlobten gefunden. Ist nur ein kleiner Trost. Danke. Nur wenige Männer wären so ehrlich. Leb wohl. Jo, gern geschehen. Mein Beileid, Kumpel. So, Freunde, dann geht's jetzt dann mit der Hauptquest weiter. Schön. Oh nein, Freunde, jetzt hätte ich euch fast die Jutta unterschlagen. Um Gottes Willen, nein, natürlich nicht. Warum ist die Kamera so komisch? Geh mal weg da, Geralt. Geh mal dein Gesicht aus meinem Gesicht. Was ist da jetzt los? Sind nur Haare? Hallo? Hallo? Aha. Okay. Jetzt mal zu Jutta, vielleicht wird es dann wieder normal. Hallo, Jutta. Oha. Du bist weit her. Ja. Sei gegrüßt. Ich dachte schon, du hättest es dir überlegt. Ich würde doch nicht die Gelegenheit verpassen, einen angenehmen Abend mit dir zu verbringen. Ich weiß nicht, ob ich unterhaltsame Gesellschaft bin. Eigentlich rede ich selten mit Männern. So? Selten? Warum denn? Tja, ich verschwende vor Kämpfen nicht gerne die Zeit mit Geschwätz und hinterher kann keiner mehr reden. Jetzt, da ich endlich jemanden gefunden habe, der stärker ist als ich, hat Freya wohl grausame Scherze getrieben. Was hat Freya damit zu tun? Ich habe bei der Göttin geschworen, dass nur der, der mich im Kampf bezwingt, mit mir liegen, mich zur Frau nehmen und mir Kinder schenken darf. Leider hat dich der Falsche besiegt. Ja, ich weiß, dass Hexer keine Ehemänner sind und auch keine Kinder zeugen können. Und doch hast du mich besiegt. Und ich bin sicher, dass viele Krieger von Skellige deiner Aufmerksamkeit würdiger sind als ich. Einer würde reichen. Hast du nie auf den anderen Inseln gesucht? Da könntest du recht haben. Vielleicht ist es Zeit, dass ich Faru verlasse. Nun, viel Glück, Jutta Andimun. Verdammt! Oh, hi, Geralt, was ist denn los mit dir? Bleibst du lange? Können wir nochmal mit dir reden?
Nein, ich hab's verkackt, Freunde. Aber ich wollte ja nett zu ihr sein. Und ich muss das Spiel eindeutig neu laden. Denn ich hab nur Geralts Gesicht im Gesicht. Wir halten zusammen. Also seine Haare im Gesicht. Ja, was soll das heißen? Wir brauchen jetzt ein Boot. Hier gibt's doch bestimmt ein Boot. Ich sehe sie jetzt schon von hier aus. Freunde, wir gehen jetzt zur Nebelinsel. Ich freue mich. Aha, die Kamera hat sich normalisiert. Gott sei Dank. Dachte schon, wir müssen jetzt immer an Geralts Pferdeschwanz hängen. Das klang jetzt komisch, ne? Oh Gott. Jui. So. Dann wandern wir mal. Zur Nebelinsel. Wah, ich hab Angst. Ausgerechnet heute habe ich eine neue Maus am Start. Also keine neue, sondern eine andere. Umgestöpselt. Ich hoffe, ich verkack's nicht. Weil ich könnte mir vorstellen, dass da ziemlich was abgeht. So an Krieg und so. Auf der Insel. Auf der Insel selber nicht, aber danach dann. Wenn wir Ciri haben. Oh Gott. Oh Gott, Freunde. Ich war gerade noch mal ganz heimlich kurz verkaufen, weil wir nämlich 150 Kilo mit uns rumgeschleppt haben. Das war nicht so sinnvoll. Ich wollte mich eigentlich noch rasieren. Weil in den Endsequenzen, falls die dann jetzt irgendwann kommen, ist es bestimmt cooler, wenn wir rasiert sind. Der Kinnbart ist schon verdammt lang. Aber hey, was soll's? Was soll's? Oh Gott. Wir haben alle Quests gemacht. Ich habe alle Fragezeichen abgeklappert. Und jetzt sind wir endlich soweit. Folge 141, Freunde. Die Nebelinsel. Plätze? Kommst denn du jetzt wieder her? Ah, das Glühwürmchen. Was war das jetzt mit Plätze? Das habe ich gerade nicht kapiert. Muss ich aber wahrscheinlich auch nicht kapieren. Der Fluch, der auf Uma lastete, erwies sich als knifflig. Doch Yennefer und die Hexer schafften es, ihm beizukommen. Der hässlichste Mann der Welt erwies sich nicht nur als Elf, sondern als elfischer Wissender. Avalach, so hieß er, war ein Elfenmagier, der Ciri bei der Flucht vor der wilden Jagd geholfen und sie dann auf der Nebelinsel versteckt hatte. Oh Gott. Ganz kleiner Schiffsfriedhof hier. Ich sehe es nicht mehr. Wo ist es? Glühwurm. Was?
Ich werde in den nächsten Folgen nicht viel reden, Freunde. Ich überlasse dem Spiel die Spannung. Die sind da. Boot kaputt. Zwei Sekunden da und dann ist das Boot kaputt. Eine Kiste! Ich mag die Nebelinsel. Das schnellste Glühwürmchen, das ich je gesehen habe. Das Glühwürmchen hat vor der Hütte angehalten. Ich sollte reinschauen. Verschlossen. Ist da jemand? Verdammt. Ich will nichts Böses. Bitte aufmachen. Du hast unsere Deckung auffliegen lassen. Wer bist du und was willst du? Ich bin Geralt, ein Hexer. Verschwinde! Ich suche nach einer jungen Frau. Aschblondes Haar, Narbe im Gesicht. Lasst ihr mich rein? Nein. Wie viele seid ihr denn da drin? Warum willst du das wissen? Machst du eine Volkszählung? Ein Bart meiner Mutter reißt euch zusammen, Jungs. Du da draußen vor der Tür, Geralt, richtig? Ja, Geralt. Hör zu, Geralt. Kommen wir zur Sache. Wir haben Schiffbruch erlitten. Bestien aus den Tiefen haben unsere Freunde verschlungen. Und der Rest hat hier Unterschlupf gefunden. Ist aber nichts Besonderes. Auf der Insel lauern viele Gefahren. Aber das dürfte erklären, warum wir misstrauisch sind. Auf diese Insel gelangt man nicht auf gewöhnliche Art. Herr, je ist ein Schiffbruch etwa gewöhnlich? Lass gut sein. Du weißt, was er meint. Lass es mich erklären. Vor kurzem waren wir auf dem Weg von Skellige nach Novigrad. Und Ferenc kam mit dem Kapitän ins Gespräch, der ihm ein magisches Glühwürmchen verkaufte, das angeblich den Weg zu einem Schatz kannte. Och, kommt schon.